Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Mass Effect Andromeda. Ja, so, jetzt gibt's kein Zurück mehr sozusagen. Jetzt geht's mal so richtig los. Ob das Spiel danach sozusagen am Ende ist, weiß ich noch nicht, aber ich denke es nicht ganz. Also wir hätten ja noch mit Carrie ein Gespräch irgendwann. Das war ja noch nicht durch und diese Reliktdatenkerne, da fehlen uns noch zwei. Das wäre auch noch offen, das sind eigentlich die einzigsten Missionspunkte, die jetzt noch so nebenher offen wären. Ja, wir schauen jetzt einfach mal. Ich denke, dass sich das wahrscheinlich nicht ganz das Ende ist. Das wäre schon abrupt jetzt eigentlich auch. Aber wir sind schon wirklich so weit gekommen und jetzt muss es ja mal endlich. Ich meine, wir haben ja auch einen Fortschritt vom Systemerkundung 88%. Aber das kann eigentlich auch nicht stimmen. Wir haben keine Systeme gerade mehr, die offen sind. Aber vielleicht jetzt, indem wir die Mission abschließen, wird es dann endgültig so langsam in die Endphase reinkommen. Wir machen einfach mal Start. Was heißt hier, wir können ja weiter erkunden noch. So, und hier ist unser neues Gewehr, unsere neue Schrotflinte. Ich habe jetzt ein Snipergewehr rausgenommen, weil die Isharay, die ist eigentlich das beste Snipergewehr. Und die andere, diese Widow oder was wir da hatten, die war eigentlich nicht ganz so gut. Die war auch von der Präzision nicht ganz so gut. Die war schon okay. Magazin, ja, ist in Ordnung. Und jetzt habe ich gedacht, ich nehme mal noch eine Schrotflinte rein und fertig. So, wobei ich noch nicht sicher bin, ja, da haben wir den kogalischen Hammer. Wir haben keine Stärkewaffe, wir haben aber auch überhaupt keine Zehnerwaffe. Das wundert mich eigentlich noch viel mehr. Naja, egal. Das Gewicht hier ist eigentlich ziemlich gut hier. Wir könnten natürlich noch mehr Gewicht hier aufgeben. Ja, egal. Wir starten jetzt einfach. So. Wir docken an. Jetzt können wir endlich andocken oder müssen wir wieder abspringen. Ich glaube, wir sind wieder abgesprungen, oder? Nee. Auch cool. Wie wir hier jetzt landen. Sieht alles gut aus, Pathfinder. Finden Sie den Override, setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Okay. Und all unsere gemeinsame Arbeit wird sich bezahlt machen. Sind Sie bereit? Mehr als bereit. Es ist ein bisschen überwältigend tatsächlich. Schwer zu sagen. Ich weiß nur, wir haben es uns verdient. Hierfür haben wir gekämpft. Lassen Sie uns gehen. Tempest, wir gehen rein. Okay, endlich haben wir eine Landestelle hier. Bisher ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Und das heißt? Cat. Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. Wahrscheinlich Cat, oder? 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. Ja, gut, durch die Tür. Ach, wir sind jetzt hier schon ein Stück reingegangen, okay. Das sieht aber eher aus wie ein Kraftlift hier. Boah, die Musik hier ist schon so... Wir treffen bestimmt auf Feinde, das kann nicht anders sein. Hier geht's rum, hier geht's runter. Gibt's hier unten irgendwas Interessantes? Das ist halt die Frage, wo müssen wir hin? Ich gehe mal oben lang. Relikte. Und sie sehen nicht freundlich aus. Ja gut, war ja klar. Das ist noch untertrieben. Wow, die werfen Granaten. Echt jetzt hier? Ihr Widerstand wird schwächer. Weiter so. Noch ein Tilger. Ah, Mist. So. Die Techkräfte setze ich fast nie ein. Ja. Dann gehen wir weiter. Das tun wir auch. Ja, wir brauchen uns ja hier gar nicht groß ducken, weil wir haben so gute Schilder. Also von daher, da brauchen wir gar nichts machen. Nur manchmal durch dumme Zufälle kann es halt passieren, dass man tatsächlich mal irgendwie
in die Misere geraten. Was ist denn das da unten eigentlich? Ein Behälter. Veredelte Phasen. Okay. Sonst noch irgendwo. Ja, da möchte ich jetzt zwischen reinfallen. So. Die Türen gehen automatisch. Was haben wir hier? Eine letzte Reliktür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Okay. Nach all den Kämpfen stehen wir jetzt so kurz vor dem Ziel. Warum stehe ich jetzt auf der Konsole? Wir müssen nur den Override aktivieren, dann zeigen uns die Relikte den Weg. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Und warum sind da mehrere Konsolen? Irgendwie glaube ich, dass es nicht so einfach ist. Okay, was steht hier? Okay. Ja gut, dann machen wir es einfach mal. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Die Reliktschiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch zu was auch immer. Ein Planet. Meridian, Pathfinder. Nee, ein das ist... Ein künstlicher Reliktplanet? Das ist... Wow, ist das Ding hohl? Wie ihre Dyson-Sphären, nur in Mondgröße. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Heliges zu einer Heimat machen. Genau das habe ich gerade auch gedacht. Dyson-Sphäre. Und die erwähnt es tatsächlich im Spiel. Ich bin hier so hin und weg. Okay. Also, da müssen wir rein. Wir haben es erst gemeinsam geschafft. Gute Pläne zahlen sich aus. Das ist ein gewaltiger Sieg. Natürlich hatten wir Erfolg. Ja, das ist ein gewaltiger Sieg. Wir haben es gemeinsam geschafft. Das sage ich jetzt. Auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet, seit wir unsere Galaxie verlassen haben. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Hm. Welch großer Tag für uns alle. Sam, Tempest, was geht da vor sich? Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten. Aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Okay, ich muss zur Tür und ich kann mich fast nicht bewegen. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Stern benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Okay. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Nein! Stürze in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig. Oh Gott. Sind wir jetzt tot oder wie schaut es jetzt aus? Ach Gott, der ist in die Krankenstation, dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Care-Truppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte. Holen Sie sich an die Pro K4 eine Waffe. Verdammt. Ah, jetzt dürfen wir sie spielen. Worum geht es hier, Sam? Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder wird sterben. Der Archon wird ihn töten? Nein, mich zu verlieren wird ihn umbringen. Wie ist das überhaupt was? Möglich? Sam? Vor Ihnen sind Feinde, Sarah. Machen Sie sich bereit.
Ja, ich brauche erstmal eine Waffe. Also jetzt müssen wir erstmal tatsächlich, wir müssen ihn jetzt retten. Ah, warte mal, das ist Terminal Security. Aufzeichnen nominal. Logtechniker P. Turnbull. Wie kam der überhaupt hier rein? Der blöde Archon. Ergebnis. Typischer Drift im Energieniveau. Beim letzten Andocken eines Shuttles war ein Echo zu bemerken. Ursache vermutlich eine spontane Entladung des Antriebskerns. Die Piloten vergessen immer beim Anflug die Kondensatoren zu entladen. Reparatur wahrscheinlich einfach Rotation zur gleichmäßigen Verschleißverteilung. Keine Maßnahme erforderlich. Aufzeichnung. Energiefluktuation. Log. Techniker B. Turnbull. Ergebnis leichte Fluktuation im Sensoren der Ports 9 bis 12. Auswirkungen auf Brücken, Externsystem und Nexus-Kopplung. Rauschen tritt auf, aber Werte sind stabil. Ursache. Instrumentenversagen. Austausch des Clusters am nächsten. Zur Hölle. Aufzeichnung Explosion. Wir driften ab. P. Turnbull. Mehrere Gefährdungen gemeldet. Zentrale sagt Spannungsstoß, aber das kann nicht sein. In drei Luftschleusen? Unmöglich. Ich habe die Ausfallsicherung selbst entworfen. Die Masseeffektfelder halten. Aber die Werte spielen verrückt. Wir driften ab. Ich wusste, das Rauschen war nicht normal. Was zum Teufel passiert hier? Aufzeichnung Ketteindringlinge gemeldet. Nimm einfach auf. Wo sind sie? Sie drängen herein. Zwar von Kommunikation wird zusammenbrechen. Wir brauchen Beschuss. Sie treiben uns zusammen. Die Brücke reagiert nicht. Die Nexus. Kein Rauschen. Es ist der Archon. Er schneidet. Ja, und das Restliche ist nicht mehr zu entziffern. Okay. Wie hat es der Typ geschafft, hier unbekannt reinzukommen? So eine Phalanx, okay. Ja, toll, nur eine Pistole und eine Nahkampfwaffe. So, die Stühle kann man verschieben. Das ist ja mal lame hier. Warte mal, wir können hier durch und wir können da durch. Ne, wir können hier nicht durch. Ah, die hat auch einen Scanner, okay. Können wir eigentlich auch eine Kraft einsetzen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ne, wir haben keine Kräfte, oder? Wir haben Jetpack, okay. Wie setze ich nochmal hier das Fenster ein? Das geht gar nicht. Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats Ihres Bruders übernommen. Mich zu verlieren, wird ihn töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sarah. Oh Gott. Das ist ja mal total lame, die Waffe, ey. Ja, ich soll mich beeilen. Können wir hier irgendwas scannen? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, wir machen jetzt einfach mal zum Kommunikationssystem durchkämpfen. Warte mal, ich nehme mal lieber Munition mit. Wir haben hier nicht mehrere Waffen. Achtung, Sarah, erschießen Sie sie! Ja, mache ich ja gleich. Aha! Sam sagte, Sie wollen sich zum Funk-Override durchkämpfen? Das können Sie nicht! Ich weiß, Sam ist vollkommen verrückt geworden. Nein, was ich meinte ist, nehmen Sie den Wartungszugang. Wenn der Pathfinder in Schwierigkeiten steckt, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihm zu helfen. Captain Dunn, okay. Das gibt's doch nicht. Kein Trägersinger. Eieieiei. Was alt? Haltet sie auf! Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das halten sie nicht lange durch, dann. Dann beeilen sie sich besser. Sehen sie zu, dass sie zum QVK kommen. Verdammt nochmal, jetzt gehen sie schon. Ja, aber ich muss doch hier ein bisschen mitkämpfen. Die erschießen mich sonst hier. Na los, sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden sie aufhalten. Ja, ja, macht. Wir geben ihnen Deckung. Laufen sie zum Zugangstunnel. Verdammt nochmal, jetzt gehen Sie schon! Oh, hör doch nicht penibel hier, ey. Na los, Sie müssen in den Zugang. Ich Sam, bin doch... Sam wird nicht lange durchhalten. Wie sieht der Plan aus? Sie müssen ein Reboot-Signal senden.
Es wird das Implantat ihres Bruders rekonfigurieren. Wie ein Werksreset? Ja, um die Funktionen wiederherzustellen, die ich niemals hätte übernehmen dürfen. Wenn wir Glück haben, hat sein Herz noch nicht aufgehört zu schlagen. Wenn wir Glück haben? Heißt das, du verlässt dich auf eine vage Hoffnung? Ich bin mir nicht sicher. Moment mal, Sachen, die er nie hätte übernehmen dürfen? Was soll denn das? Terminal? Brückenlog, Archiv kein Ergebnis. Wechselbeanspruchung, Sollzustand erstellt von Lani Ri, dessen paar Mal. Geringe Fluktuation erstellt von Nozomi Dun. Dann wieder das restliche, okay. Brückenlog, Alarm, Strukturereignis. Dekompression, Sektormehre anzeigen. Zusätzlich andockendes Fahrzeug meldet Energieausfall. Beginn der Brückenaufzeichnung, Read, das kann nicht sein. Dann Ruhe bewahren, ich brauche Daten. Read, mehrere Systeme, gemeinsamer Ausfall. Dun, Ursache. Read, ich. Dun, Lani, Ursache. Read, ich kann nicht sagen, aber ich habe die Systeme überprüft. Ich habe sie überprüft. Dann, hier spricht der Captain an alle Lagebericht. Parameter geändert, siehe zusätzliches Ereignis. Brückenlock, Alarm, Feindereignis. Waffenbeschuss, Sektor mehrere, siehe Anzeige, zusätzlich Sicherheitskorridor offline. Beginn der Brückenaufzeichnung. Wiederholen Sie, wie viele Cat wiederholen Sie? Captain, ich habe alle verloren. Ich auch, außer Sam. Wie sieht's aus mit... Okay, okay. Captain? Lani, Sie müssen hier bleiben. Der Pathfinder ist in Schwierigkeiten. Was? Aber wir, okay, was soll ich machen? Regen Sie die Tür hinter mir ab. Niemand darf rein. Haben Sie verstanden? Ich, natürlich, leite Abriegelung ein an alle, Waffen bereit machen. Hoffentlich geht das gut aus. Parameter geändert, siehe zusätzliches Ereignis. Neues Brückenlock, Alarm, Feindereignis. Sicherheitsgefährdung, Sektorbrücke, zusätzlich Ausfall der Haupttür, Beginn der Brückenaufzeichnung. Abstützen, alle zusammen, bitte, Gott macht das, die Held. Sie gibt nach, alle runter, Unterbrechung, Reboot Versuch 1. Lani Reed P48 Lafayette Archon, es glaubt, ich will seinen Namen. Primus, töten Sie es. Archon, darum sind wir nicht hier. Lauf weg, Lani Reed P48 Lafayette. Primus, warum haben Sie es gehen lassen? Es wird dahin fliehen, wo es sich sicher glaubt. Sorge dafür, dass es sich irrt. Primus, verstanden. Unterbrechung. Rebootversuch 2, Rebootversuch 3, Energieausfall. Okay, beenden. Aha. Das ist so ein großer Brückenraum. Das ist geil. Den haben wir noch nie gesehen, aber wir haben eigentlich keine Zeit, um es da groß umzuschauen. Ne? Boah, ich finde es genial. QVK-Relais. Neustart. Okay, da wären wir. Ein einziger Impuls, Sarah. Das ist alles, was der Pathfinder braucht. Und er wird vermutlich den Archon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Liar Shurit! Haben wir es jetzt geschafft, oder wie? Ja, seht ihr, da haben wir zum Beispiel einen Tipp in den Ladenschirm, aber anders als haben wir nur einen schwarzen Schirm. Oh, geh schon auf, du dämliches Ding! Tempest! Der Pathfinder ist zusammengebrochen! Bitte komm! Aber sie waren tot. Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Aber wie? Das ist eine Relikttür. Sie brauchen Sam, um sie zu öffnen. Wir müssen zurück. Na gut, wir können es mal testen, ob wir es selber können, aber ja. Es hilft ja nichts. Das scheint unglaublich schmerzhaft zu sein. Ihre Tapferkeit ist beeindruckend. Wir müssen zurück.
bewegt sich. Ihre Vitalwerte spielen verrückt. Sind Sie sicher, dass Sie weitermachen wollen? Ich kann es schaffen. Alles okay? Sie sehen nicht gut aus. Wir müssen zur Tempest. Beeilung! Ja, wir können nicht rennen. Wir können nur langsam laufen. Wir sind angeschlagen. Jetzt können wir rennen. Okay. Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder. Oh, bitte kommen. Wir hören Sie, Tempest. Ich hab ihn. Ich hab... Hey! Pathfinder, die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Lexi soll sich bereithalten. Ryder ist verletzt und irgendwas ist merkwürdig. Scheiße! Scheiße! Ja gut, der hat uns ja was, eine Probe oder was entnommen. Vielleicht hat er da irgendwas entwickelt, dass er praktisch die Kontrolle gewinnen hat können. Was ist denn eigentlich da oben? Da haben wir gar nicht geguckt hier. Also können wir auch wieder normal rennen hier. Behälter. Alles. Also ich frage mich halt tatsächlich, wie er das geschafft hat hier. Weil die Hyperion, die ist ja an der Nexus angedockt. Wie hat er die übernommen? Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Catschiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Mhm. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht. Natürlich. Der wird alles kaputt machen. Das sieht ja hier fast gleich aus. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, das ist das hier eigentlich? Da hinten nix, okay. Hätte ja sein können. Ich will hier immer noch gucken, ob es hier was gibt, aber ja, leider nicht. So, weiter geht's. Ryder, da sind Sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werde es versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht gehen wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Wir sind nicht hilflos. Wir hätten noch die Relikte. Ja, genau. Er hat Sam. Er hat Schiffe. Aber ich kann immer noch etwas tun. Er hat die Hyperion. Und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Ja, wir können doch mit dem Ding fliegen, oder nicht? Okay, was hat er da jetzt aktiviert? Wow. Was ist das? Das ist einfach unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Ja, wenn das Blut nicht aus der Nase laufen würde. Damit können wir die Cat schlagen. Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. In einen Sieg, kein letztes Gefecht. Wir haben eine Flotte, wir können siegen. Ja, wie wollen wir es denn ausdrücken? Ja, komm. Ich habe eine Kampfflotte aus dem Nichts erschaffen. Wenn uns all unsere Freunde beistehen, können wir den Archon besiegen. Wir werden es schaffen. Versuchen wir es.
Wir werden ihn überlisten. Wir setzen alles ein, was wir haben. Wir machen ihn fertig mit ganz Helios. Wir brauchen unsere Verbündeten, ja. Sie alle haben in Helios Leute, die ihnen wichtig sind. Und wir brauchen sie. Doch nicht für den Einsatz gegen den Archon. Das machen die Relikte. Wir kämpfen für unsere Zukunft. Aber alles wäre sinnlos, wenn niemand sie erlebt. Okay. Ja, wieder so ein unkreativer Ladeschirm. Gut, da sind wir wieder an Bord. Alle sind total aufgeregt, Pathfinder. Aber ich muss mit ihnen reden. Okay. Treffen sie sich auf der Brücke mit mir. Der Flotte entgegenstellen, zum Start auf die Brücke gehen. Gut, okay. Das ist unser Äffchen, na du? Hey, da bist du ja. Ja, piep, 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 piep. Verand hat rausgefunden, wie wir machen. Ja, es ist eigentlich unvorstellbar, dass das Schiff überhaupt keine Bewaffnung hat eigentlich, ne? Ist nicht wie die Normandie. Es ist einfach nur ein Scout-Schiff, mehr nicht. Dann hier, wenn es keine Bewaffnung hat. Ja, es ist sehr interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht. So, aber ich würde sagen, ich mache an der Stelle erst wieder einen Cut rein. Jetzt habe ich nicht die Möglichkeit. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, wir haben noch hier unsere Kampfrüstung an irgendwie, aber abgespeckter. Auch interessant. Also, wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Denn nur so könnt ihr mich und meinen Kanal unterstützen. Ich sag auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lego.